Einen wertvollen und wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Mein Tag war heute nicht so wunderbar. Ich habe nämlich leider doofe Nachrichten für alle, die sich aufs Bochumer Maiabendfest gefreut haben Ende April. Gestern gab es einen Erlass der Landesregierung, die Veranstaltungen betreffen, die mehr Teilnehmer als 1000 Leute haben. Da fällt das Maiabendfest drunter und die Landesregierung sagt, dass auf unbestimmte Zeit Veranstaltungen dieser Größe abgesagt werden sollen. So, das ist jetzt so unser Problem, das Wort unbestimmte Zeit. Ja, wir können also nicht absehen, wie lange das gilt. Wir stecken allerdings mittendrin in unseren Planungen und müssen Planungssicherheit für unsere Vertragspartner gewährleisten und haben uns aus diesem Grund und vor allem aus dem Grund der Gesundheit unserer Besucher und Teilnehmer dazu entschieden, dass wir das Maiabendfest dieses Jahr absagen werden. Das erste Mal nach dem Zweiten Weltkrieg, dass das Maiabendfest nicht stattfinden wird, das tut uns sehr leid. Und aber aus den besagten Gründen der Planungssicherheit, des finanziellen Risikos und vor allem, weil uns die Gesundheit der Bochumer am Herzen liegt und wir eigentlich vermeiden möchten, dass sich das Virus weiter ausbreitet, müssen wir diesen Schritt leider gehen und die Veranstaltung halt dieses Jahr absagen. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig. Das ist erstmal ein Drops, den wir kauen müssen und wir werden dafür im nächsten Jahr beim Stadtjubiläum bei der 700-Jahr-Feier ein sehr schönes Maiabendfest feiern, werden die Zeit, die wir jetzt gewonnen haben, nutzen, um da vernünftige Planung zu machen, um dann ein grandioses Maiabendfest zu feiern, ohne Virus im Idealfall. Okay? So viel von meiner Seite aus. Alles Weitere findet ihr in der örtlichen Presse, die sind auch informiert worden. Und ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute und Glück auf und heute auch blau-weiß.